möchte einfach Gedanken in die Bevölkerung bringen, die sie vom Fernsehen niemals kriegen. Einen wunderschönen guten Tag alle zusammen. Wir begrüßen euch recht herzlich am Mittwoch, den 20. Dezember 2023. Ein Tag vor der Wintersonnenwende, vor dem Julfest, zu einer neuen Ausgabe Geopolitik und Satire mit und von und mit Hans-Joachim Müller. Hallo Hajo, grüß dich nach Ungarn. Freut mich sehr. Das kann ein bisschen schwierig werden jetzt, weil ich bin ja 1000 Kilometer von dir weg, ja. Ja, genau. Und dazwischen haben wir dann eine recht lange Internetverbindung, die durch die Bundesrepublik Deutschland muss. Also für die Zuschauer gleich mal bitten wir um etwas Entschuldigung, wenn der Ton heute ein wenig versetzt rüberkommt. Aber es gibt das ein oder andere Wichtige zu besprechen, wie zum Beispiel, fangen wir doch in den USA an. Colorado hat jetzt gestern beschlossen, Trump darf bei den Vorwahlen nicht auf der Liste der Republikaner stehen. Das ist jetzt erstmal relativ unbedeutend, aber die Westpresse feiert das schon als Sieg gegen den Diktator Trump. Naja, also es geht um die Bundeswahlen der USA, ja. Da hat der Staat Colorado überhaupt nichts zu melden. Das entscheidet ganz allein höchstens das oberste Gericht. Und lass das laufen, es geht uns nichts an. Das Schlimme in den USA ist, dass du jetzt erkennen kannst, dass die meisten Amerikaner Angst kriegen. Ich habe gelesen, dass zigtausende von Republikanern das Land, die Städte verlassen, ja, die Ballungszentren. Und sie ziehen in andere Länder, weil sie merken, dass ja irgendwas schieflaufen kann in den USA. Und es geht uns Deutschen nichts an. Ja. Entweder die Amis finden eine Lösung zu einem Präsidenten Trump oder die Amerikaner zerfallen. Und beides ist für die Welt eine Erholung. Das ist durchaus richtig, da stimme ich voll und ganz zu. Wobei ja auch andere Stimmen kommen, denn diese Staatsanwältin in New York, wo der Prozess laufen sollte oder lief gegen Trump, hat die Staatsanwältin Letitia James sinngemäß gesagt, dass sie Trump den Prozess verweigert hat oder gar nicht groß den Prozess aufgerollt hat, da der Richter bereits vor Verfahrensbeginn beschloss, Trump sei sowieso schuldig. Und das ist ja genau das Aussetzen der Demokratie und Gerichtsbarkeit, die Trump immer vorgeworfen wird. Ja, lass ihn machen. Die Elite Amerikas, der Teil der bisherigen Kabale, der kann sich einfach nicht durchringen, dass sie halt da durch müssen, durch dieses Trump-Öhr, ja. Und lass sie doch machen, dann zerschlagen sie ihren eigenen Staat, verlieren selbst die Macht in der Welt überhaupt Einfluss zu haben und nichts Besseres kann uns passieren. Das wäre schön, wenn das alles zutrifft, dass uns nichts Besseres passieren kann, stimmt natürlich. Und lass uns doch gleich trotzdem noch gerne in den USA bleiben, weil dort ist wirklich Panik zu spüren. Zum Beispiel hat Biden eine Aussage getroffen, dass die Republikaner keinerlei Beweise gegen ihn hätten bezüglich dem Impeachment-Verfahren und dass die USA wohl gerade vor die Hunde gehen und die Republikaner nichts Besseres zu tun haben, als sich gegen Biden zu wenden, ohne Beweise, anstatt zu helfen, das Land zu retten. Ja, was sollen wir Deutschen dazu sagen? Ja? Noch sind die Amerikaner hier in unserem Land, noch bestimmen sie. Du weißt aber nicht, wer bestimmt. Ja? Niemand von uns weiß, wer ist der Chef. Dieses Gavioli heißt der, oder wie der heißt, der Ami, der ja Oberbefehlshaber ist. Also, lass sie machen. Sie haben ja bis heute noch nicht mal einen Wahlkampf begonnen, weil niemand weiß, wer tritt zur Wahl an. Und trotzdem verbieten sie schon den Trump in den Colorado die Teilnahme an der Wahl. Also,
Hey, das ist konfus, genauso konfus wie in der BRID. Ja, da ist es lustig, da kommen wir gleich hin, aber vielleicht machen Sie keinen Wahlkampf, weil die USA Corporation gar keine Wahl mehr hat. Ja, das kann sein. Aber deshalb müssten wir ja nur irgendwann mal erfahren. Das mahnende Zeichen ist diese Umwanderungsbewegung in den USA. Kalifornien 75.000, 75% von, glaube ich, 80.000 Leuten umgezogen nach Idaho. Du hast von Washington die Umzüge, von New York, von den ganzen oben, die Oststaaten, die mal eine Ballung bilden sollten. Ich hatte ja mal irgendwann gesagt, die Amerikaner werden in drei Staaten zerfallen, wenn sie weiter so machen wie jetzt. Und so sieht es aus, sie können sich nicht durchringen, dass sie ein weltbestimmender Staat bleiben wollen. Sie machen einfach, Hauptsache Trump kommt nicht. Naja, sie haben alle die Angst, dass sie in den Knast kommen, ja. Pizzagate läuft in den USA. Die Korruption läuft in den USA. Die Leute wissen alle, was für Banausen dieses Land regieren. Und trotzdem kommen sie nicht zu einem Angebot. Es gibt doch wahrscheinlich noch keine Vereinbarungen zwischen Republikanern und Demokraten, weil alle diese Weltpolitik läuft immer so in Nebengesprächen, ja? Wohin wollen wir? Kriegen wir irgendwie gemeinsame Nenner hin? Das sieht nicht so aus. Es sieht so aus, als ob es immer konträrer wird. Und das führt tatsächlich zu denselben Verhältnissen wie in der UdSSR vor, wann war es, vor 30 Jahren, ne? Oder vor Ja. 20, 33 Jahren. Oh, 33, nicht gut. Ja, aber es sind ja bald 34, also es sind ja nur noch 10 Tage, Gut. 33. Abschließend in den USA ist vielleicht noch zu sagen, dass Tucker Carlson vehement sagte, wieso sich denn Deutschland von dem angeblich guten Freund USA verarschen lasse und sich seine eigene Infrastruktur kaputt machen lasse, Stichwort Nord Stream. Und warum die Deutschen sich nicht beschweren, weil der angebliche Freund das ganze Land kaputt macht. Und das hat er klipp und klar in einer Sendung, die ja Riesenreichweite hat, gesagt. Davon ist bei uns allerdings nichts angekommen. Ja, macht ja nichts draus. Das Erstaunliche ist halt, dass Tucker Carlson gar nicht versteht, wie die Welt gesteuert wird. Da sollte man mal ein zweites Buch lesen, ja. Damit er überhaupt einen Begriff kriegt, wer steuert was. Die BRD ist überhaupt nicht handlungsfähig. Oder er sagt ja Deutschland, Germany, Germany. Also Deutschland ist nicht handlungsfähig. Und das, was in Berlin da rumkaspert, das ist nicht Deutschland. Das ist Amerika, Administration, Biden. Es sind alles ausgewählte Leute vom CIA ausgewählte Leute von Bilderberg und so. Du hast aber gesehen, die übergeordneten Organe, also Council Foreign Relations, Bilderberg, Atlantikbrücke, das ist nicht mehr da. Es ist jetzt nur noch eine reine Geheimdienststeuerung in Deutschland. Und Tucker Carlson denkt, dass Berlin die Vertretung des deutschen Volkes ist. Und das ist ein Fehler. Berlin hat überhaupt nichts mit uns zu tun. Das ist eine Regierung von den Amis für die Amis. Ja, aber das denkt ja nicht nur Tucker Carlson, das denken ja auch fast 80% der Bürgerinnen und Bürger im Inland der BRID. Die denken ja dasselbe. Ja, woher sollen die Menschen das wissen? Du hast jetzt vier Generationen nach dem Krieg. Und keiner dieser vier Generationen hat man beigebracht, wie funktioniert die BRD, was ist die BRD. Sie denken alle, sie leben in einem souveränen Staat. Und das ist halt nicht der Fall. Sie können es nicht lernen, weil die Medien darüber nicht informieren. Hat aber mit dem Fortschritt
der Dinge, die in der Welt passieren, nichts zu tun. Diese BRD wird nur so lange existieren, wie Amerika noch irgendwelche Macht hat. Und die Macht zerfällt ja gerade. Da kannst du zugucken, ja, jeden Tag ein bisschen mehr. Gut. Das ist nicht wichtig. Da absolut ist nicht wichtig und Amerika verfällt jeden Tag immer ein bisschen mehr. Jetzt gibt es allerdings eine neue Studie, mal wieder eine super Studie, und zwar vom WDR, ja, Westdeutscher Rundfunk, wobei man dann auch inzwischen satirisch sagen könnte, das wäre ein wirr-dilettantischer Ramschladen statt Westdeutscher Rundfunk. Und die haben eine Studie herausgebracht, dass in Krisenzeiten der Großteil der deutschen Bevölkerung die Öffentlich-Rechtlichen als besonders glaubwürdig und seriös bezeichnet. Ja, ich würde das genauso machen, ja. Natürlich bin ich seriös und glaubwürdig, wenn ich vom Staat Geld kriege. Und wenn ich nicht mehr seriös und glaubwürdig bin, dann kriege ich kein Geld mehr von der Bevölkerung, ja. Also der Club versucht, die Bevölkerung noch weiter zu veralbern, wird aber nicht helfen, weil der Zug ist abgefahren in Richtung Nationalstaaten. Da kann niemand mehr etwas daran ändern. Es ist aber auch ein schöner Zug. Dann könnten wir vielleicht gleich zu dem Thema Selenskyj kommen. Er war ja kurz in Wiesbaden im europäischen US-Hauptquartier sozusagen. Und er möchte ja im Januar in der Schweiz, in Davos, im Rahmen vielleicht auch des Weltwirtschaftsforums, Friedensverhandlungen führen bezüglich der Russland- und Ukraine-Geschichte. Das Lustige ist für mich nur, Russland ist angeblich nicht dabei. Dann ist es schwierig mit Friedensverhandlungen, wenn einer nicht dabei ist. Oder ist das ein Abgesang des Wertewestens und ein Abschalten des Weltwirtschaftsforums? Könnte man satirisch fragen. Weltwirtschaftsforum spielt keine Rolle mehr. Die sind raus aus dem Spiel. Denk bitte daran, dass Putin gesagt hat, dass der eine Teil des Weltwirtschaftsforums, also der, wie nennt man das, WEF, World Economic, ein militärisches Ziel ist. Also das Ding ist gelaufen. Und was Selenskyj dort veranstalten will, ist lediglich, dass er wieder ein bisschen Glaubwürdigkeit kriegt. Er muss jetzt irgendwie die Kurve kriegen, wie man die Niederlage in der USA, ja, das ist ja nicht eine Niederlage der Ukraine, es ist ja die NATO ist untergegangen in der Ukraine. Und das muss man irgendwie so verpacken, dass man im Fernsehen dann sagen kann, jetzt haben wir Frieden, die Ukraine hat gesiegt und die Russen mussten nachgeben. Ja, so wird die Nachricht kommen. Und dann wird halt nur eine Lösung kommen, wo sich nur die Eingeweihten wundern werden. Weil ohne Odessa wird Russland keinen Frieden machen. Ja, und weil du das Weltwirtschaftsforum ansprachst, da hat ja Putin letzte Woche bei seiner, ich nenne es jetzt mal Pressekonferenz, die ich zum Großteil geschaut habe, einige Dinge gesagt, die ich ganz interessant fand. Zum Beispiel erklärte er Klaus Schwab als legitimes militärisches Ziel und auch seine Gefolgsleute wegen einem globalen Staatsstreich. Und die Frage ist, was macht dann der Wertewesten mit dieser Aussage? Denn das war schon ziemlich deutlich von Putin. Und er war sehr, sehr entspannt und hat relativ entspannt geantwortet. Und in der Bildzeitung stand, das war eine reine Propagandashow und nichts von dem, was Putin sagte, stimmte. Ha! Ja, wir kriegen ausschließlich von Putin die verbindlichen Dinge genannt. Alles, was da drumherum reist an Medvedev oder Vorsitzende von Parteien oder Fernsehteilnehmer, Generäle, das ist alles nicht wichtig. Aber wenn Putin sowas sagt, dann ist das bedeutsam für die Welt. Er hat eigentlich schon uns genügend Einblick gegeben, um zu verstehen, dass die Russen allein entscheiden werden, wie es weitergeht. Natürlich haben die Russen
Rückendeckung durch China. Und Russland und China sind unantastbar. Es gibt keine Möglichkeit, mit militärischen Kräften gegen diesen Block vorzugehen. Deshalb ist es recht gut, dass die Russen so stabil sind, weil sich niemand trauen wird, einen Krieg anzufangen. Ja, wie der ausgeht, kannst du dir denken. Das ist also erstmal sicher, dass das alles in ganz langsamen Schritten vor sich gehen wird. Die Russen marschieren jetzt vor. Je länger das alles dauert, was die Amerikaner und die Zelensky sich ausdenken, desto kleiner wird die Ukraine. Und von Seiten des Ostens, ja. Und von Seiten des Westens wird es auch immer kleiner, weil die Polen sich melden, die Ungarn melden sich, die Rumänen melden sich. Ja. Hier, ich will auch ein Stückchen Grundstück. Und das ist lustig, wenn es nicht so traurig wäre. Ja. Ja gut, ich will ein bisschen Grundstück. Da käme ja dann noch Stichwort Schlesien, Pommern, Westpreußen, Ostpreußen, was ja auch auf dem Tisch liegt, wie du neulich sagtest, auch die sogenannte Deutschlandfrage. Und das ist ja laut, also nicht laut westlichen, aber laut den restlichen Staaten immer wahrscheinlich, dass selbiges wieder hergestellt wird. Ja, es sprechen jetzt immer mehr dieser Whistleblower weltweit vom Deutschen Reich. Natürlich wir auch. Es muss ja irgendwann mal gelöst werden, die Frage, ja. Das, was Obama, wie heißt der, Obama Der gesagt Paritätspräsident, ja. hat, ja, der hat ja gesagt, bis 99 werden wir besetzt bleiben. Ja. Ich denke, das ist Geschichte. Wir werden nächstes Jahr nicht mehr besetzt sein. Ja, Hajo, der meinte 1999, der hat sich versprochen und jetzt sind wir 24 Jahre zu spät. Was könnte sein? Die sind immer dann so wie Deutsche Reichsbahn, ein bisschen verspätet. Oh, jetzt habe ich Reichsbahn gesagt. Die war pünktlich. Die Die war wollte ich immer vorhin gerade pünktlich. sagen, die Deutsche Ich meine, Bundesbahn die ist ja jetzt nur noch die Bundes. Deutsche Bahn. Ja, die haben sich gerade die Gelder erhöht. Sie müssen ja die Unpünktlichkeit ein bisschen überbrücken, ja. Da Ja, muss man aber essen gehen. 5 du, Millionen Pfennig haben sie sich ausgeteilt. Gut. du Jeder nimmt weißt ja, sich das, was er kann. bei der Deutschen Bahn nicht, ob sie streikt oder fährt. Weil der Fahrplan ist so oder so nicht haltbar und die Züge kommen so oder so nicht oder zu spät. Also weißt du ja als Fahrgast nie, streiken sie gerade oder fahren sie normal. Würden böse Zungen munkeln. Jetzt zum Abschluss noch zu Russland, bevor wir ins Inland kommen. Russland hat ja aktuell, ohne dass es auf Kriegswirtschaft umstellt, dennoch mehr Produktion als der Westen. Und Putin sagte auch deutlich, dass es aktuell gar keine Mobilisierung und Mobilmachung brauche, dass sehr viele Menschen freiwillig sich fürs Militär melden, um ihr Land zu verteidigen. Es wurden sogar alters- und gesundheitsbedingt einige aus dem Dienst entlassen. Und bis Ende 2023 steht ungefähr eine halbe Million Soldaten zur Verfügung. Wofür eine Mobilmachung? Ja, hier musst du beachten, dass die Experten, dass Experten sind die bekloppten Deutschen, ja, dass die ja immer noch davon träumen, dass sie die Russen irgendwie besiegen können. Sie sind nicht mehr in der Lage zu überblicken, was die Russen überhaupt machen. Die russische Armee hat 1 Million Angehörige vor dem Krieg, ja? Über 1 Million. Und sie haben nicht einen von diesen 1 Million, also das ist ihr normaler Umfang zum Schutz des Landes, nicht einen von den Leuten haben sie in die Ukraine geschickt. Dort in der Sowjetunion, also im russischen Gebiet, stehen immer noch dieselben Kräfte zur Verfügung, um jederzeit das Land zu verteidigen. Und das, was ihr jetzt seht, was die Russen machen, ist eine zusätzliche Verstärkung der Truppen. Sie haben derzeit ungefähr 170.000, 200.000 Mann in der Ukraine, zusätzlich zu der Million. Ja, das ist wichtig.
Und damit arbeiten sie und sie vergrößern es jetzt laufend. Das ist immer so, wenn man bei vor Friedensverhandlungen steht. Ich bin sicher, sie machen schon welche. Nur kann man sich nicht einigen. Das ist logisch. Ja. Wie soll ein Zelensky seiner Bevölkerung beibringen, dass Odessa ohne Krieg in Hände der Russen geht? Das ist relativ schwierig beizubringen. Du musst immer daran denken, Odessa und die Landschaft darüber, da gibt es überhaupt keinen Krieg. Die Leute machen Wintersport und Hawaii. Also es ist wirklich so, dass von Seiten der Russen Druck aufgebaut wird und von uns, von unserer Seite, das Geschrei immer größer wird. Das ist ein Zeichen, sie verhandeln schon und können sich aber nicht einigen. Aber das ist eben das Traurige oder Gute daran. Jeden Tag wird das Land kleiner. Das Land, das sich noch Ukraine nennt. Und es kann Putin egal sein, wie lange es noch dauert, weil sein Land jeden Tag größer wird. Es geht hier nur um russisch sprechende Bevölkerungsterritorien, ja, nicht um andere. Das heißt also im Prinzip, du meinst faktisch, dass schon verhandelt wird, aber wir natürlich im Außen noch nicht sehen oder mitkriegen, was auch für das spricht, was ja du die ganze Zeit schon sagtest bezüglich dem Zerfall des, ja, ich sage jetzt mal, globalistischen Systems. Jetzt haben wir ja die BRICS-Staaten etwas vergrößert zum 1.1. und dort schrieben dann schon die Qualitätsmedien, dass BRICS zwar größer werden, aber dass gleichzeitig massiv diese Institution schwächt und sie somit immer unbedeutender wird. Dabei ist das doch eigentlich die größte Wirtschaftsunion der Welt, und die wollen alle aus dem Dollar raus, aber es wird hier der Bevölkerung und im Westen der Bevölkerung verkauft. BRICS wird zwar vergrößert, aber dadurch geschwächt und unbedeutend. Ich verstehe nicht, was es für Experten gibt. China allein hat 30% der weltweiten Produktion. Allein das Land China. Sie hatten immer ein ähnliches Bruttosozialprodukt wie die Amis. Aber die Amis machen das Geld mit dem Finanzschwindel und mit dem OPEC-Schwindel, ja, also den Petrodollar oder wie sich das nennt. Aber Produktion, allein ein Drittel aller Produktion der Welt ist in China. Und jetzt hast du die gesamte militärische Macht, also sagen wir mal 90% der militärischen Macht in den BRICS. Und du hast jetzt noch andere Länder dabei wie Indien, ein Riesenland, ein riesen intellektuelles Produktionszentrum. Die Russen und die Chinesen, die Inder und die Chinesen nähern sich an, weil die jesuitische Macht verloren gegangen ist in China. Und in Indien. Also diese BRICS repräsentieren heute die Weltmacht. Und da muss niemand mehr rumdoktern, ob die bedeutend sind oder unbedeutend. Sie sind die Welt. Dieses lächerliche, wie nennt sich das, westliche System, das kannst du da jetzt in der Pfeife rauchen. Ja? Es ist Ja, unbedeutend. aber es gab doch den Abschluss auf dieser COP28, dieser Klimakonferenz in Dubai. Und dort hat die Frau Baerbock, die ja laut deiner Meinung ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist, Schade. die hatte dieses Schlussste ja, die hatte dieses Schlussstatement mit diesem angeblichen Ausstieg aus diesen fossilen Brennstoffen, der ja so gar nicht durchging, aber sie verkaufte das als den Moment, auf den die Welt gewartet hat, bei der Abschlusspressekonferenz. Nur war da quasi auf Deutsch gesagt keine Sau mehr im Raum. Du siehst, das ist die Vorbereitung auf das Ding, was in der Ukraine kommen wird, ja. Selenskyj wird über einen Sieg reden, weil die Russen endlich bezwungen sind. Und so macht man das,
was die Deutschen hier noch rumkaspern mit Klima, also das ist doch alles erledigt. Nein, Kein Mensch in der Welt nimmt das noch ernst. nein, Hajo, In das. der Welt, ja. Ja, in der Welt, aber aber das, weil die das nicht verstehen. Denn es gab auch in den Medien zu lesen, dass Deutschland sich stärker erwärmt als die umliegenden Länder. Na, also das ist schon mal das eine. Deutschland erwärmt sich stärker als die umliegenden Länder. Und Scholz, warte, ich muss mir das noch aufmachen, das fand ich total lustig. Scholz hatte hier irgendwas gesagt von der CO2-Steuer. Der steigt natürlich wegen dem Klima jetzt. Aber Scholz meinte, wenn wir dort mehr bezahlen, kommen wir schneller an die Klimaziele, weil wir uns eben mehr erwärmen als der Rest um uns herum. Ich hoffe, das nimmt niemand mehr ernst. Ja? Solchen Schwachsinn, ich weiß nicht, wie man das den Leuten beibringen soll. Man kann Na. ihnen sagen, und die, die da in den Fernseher gucken, die sind ja so bekloppt und gucken in den Fernseher. Ja? Ja. Also, weißt du, solchen Schwachsinn, sie selbst der Dümmste begreifen, dass es in Deutschland nicht wärmer werden kann, wenn es in Polen und in Frankreich nicht wärmer wird. Na Das gibt's doch, nicht. weil wir zu wenig fürs Klima bezahlen. Deswegen ist es bei uns wärmer, Ah. weil wir so viele Elektroautos fahren und durch die Überproduktion des Stromes, der ja vom Atomstrom verstopft ist, wie die Dame mal wusste, deswegen erwärmt sich es bei uns mehr durch die Verschlüsse. Nein. Ich auch nicht, aber ich musste das ja irgendwie jetzt schönreden. Was ich aber eben noch lustiger finde, und es passt in das, was du sagst, es gab eine UN-Resolution im Kampf gegen Nationalsozialismus, Neonazismus und so weiter. Also alles Faschistische, was ja eine sehr gute Geschichte ist, aufgrund einer Eingabe von Russland selbiges zu tun. Es gab eine UN-Resolution, Russland hat es angestoßen, die meisten Länder haben zugestimmt, einige haben abgelehnt, unter anderem die USA, Großbritannien und die BRD. Und das hat mich ein bisschen verwundert, weil die vermuten ja Rechtsradikale an jeder Ecke und sind dann jetzt doch gegen den Kampf gegen rechts. Oder wie? Das, ja, das, sie müssen ja dagegen sein. Die BRID ist der Rechtsnachfolger des Dritten Reiches. Ja? YouTube-Hashtag Satire. Und sie können ja nicht ihre. Ich muss Das die Hashtag ist Satire doch einwerfen. nicht meine Idee. Das ist die Idee des Bundesverfassungsgerichtes. Ja? Nicht. Natürlich, aber die auf YouTube lesen das nicht und deswegen musste ich Satire einwerfen. Jetzt kannst du natürlich gerne weitererzählen, warum die der Ja. Rechtsnachfolger sind. So, also, das, der Rechtsnachfolger, wir sind besiegt. Besiegt ist das Dritte Reich, die Verwaltung ist einfach eingesetzt. Ja? Dann wurde das Besatzungsgrundgesetz verabschiedet und danach handeln die. Und sie müssen also sich verteidigen gegen solche Aussagen eines der Alliierten. Und du hast gerade gesagt, die anderen beiden Alliierten, England und Amerika, die möchten gern, dass das Land, was sie da erobert haben, ihnen weitergehört. Und Russland sagt eben, nein, wir wollen den Faschismus beseitigen. Was wir in der BRID hatten, also ich kann mich erinnern an die Covid-Zeit. Das ist Faschismus pur. Ja. Diese Kriegshetze, die jetzt stattfindet, und der Kampf in der Ukraine und die Waffenlieferung, das ist Faschismus pur. Das Verbieten der freien Meinung in Deutschland, alles gehört zusammen. Ja? Das ist ein Thema. Und sie bleiben dabei, sie möchten ja auch überleben in Berlin. Ja? Ja, Sie brauchen aber die Sicherheit von England. aber wir haben ja Meinungsfreiheit in der BRD. Du kannst deine Meinung frei äußern, du musst nur die Konsequenz danach tragen. Also, du kannst schon sagen, was du willst. Die Frage ist nur, ob du mit der Konsequenz dann leben kannst. Bist du noch da, Hajo? Ja, es kann auch passieren, dass du dann Besuch kriegst. Ja, deswegen sage ich ja, du kannst die Meinung frei äußern, du musst nur mit der Konsequenz dann leben können. Aber
Weil du sagst, Großbritannien, USA würden gerne das eroberte Land behalten. Wie siehst du das auf der anderen Seite, bei dem anderen in Anführungszeichen eroberten Land Japan? Dort sieht es ja auch so aus, als ob der Globalismus dort die Steuerung verliert. Stichwort Nordkorea, Südkorea, Japan. Was passiert dort? Es bildet sich ein Block von Nationalstaaten, die schon einmal zusammengehörten. Und das ist Korea, Japan, sie hatten eine Monarchie. Und das bildet sich, dass Japan allein kann gegen diese riesige Wirtschaftsmacht Chinas nicht bestehen. Und dort werden sich zusammenfinden die beiden Staaten, die ich genannt habe. Und man wird versuchen, das Taiwan damit unterzubringen. Aber das ist ein friedlicher Vorgang. Beendet wurde in Japan tatsächlich die US-Besatzung. Sie gehen derzeit sichtbar in die Souveränität. Und das wird bei uns auch so kommen. Und was zu beachten ist, es sind andere Führungsorgane, ja, anderer Menschen. Die jetzt Minister waren, sind ja schon 4 Jahre eingesperrt worden. Und das wird bei uns auch so passieren. Nein, das Ja. kann doch, nein, du kannst doch jetzt nicht die hochkompetenten Politiker aus Berlin mit solchen Dilettanten vergleichen. Ja, aber Japan ist, glaube ich, eine größere Wirtschaftsmacht als die BRD. Das würde Herr Habeck bestimmt anders sehen, weil der hat ja auch der Wirtschaft zu weniger Gewinn geraten, um Steuern zu sparen. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Das lassen wir jetzt mal. Ja, man muss ja auch mal darüber reden, dass ein Wirtschaftsminister von Welt durchaus auch mal sagen kann, verdien weniger, dann zahlst du weniger. Und wenn du dann weniger hast zum Ausgeben, gehst du ja noch lange nicht insolvent, wenn du dann beim Bäcker keine Brötchen mehr kaufen kannst. Weil der kann sich ja dann um 360 Grad drehen und in Ländern produzieren, die hunderttausende Kilometer entfernt sind. Ich glaube, jetzt habe ich alles. Oh, ja. Wann hört mal dieser Blödsinn in Deutschland auf? Ich möchte gerne wieder mal einen erwachsenen Menschen in der Regierung haben. Einen einzigen, einer würde mir schon lang, ja. Ja, kommt wieder, kommt wieder. Aber das, da müssen wir im Moment noch, na, wir haben lauter erwachsene Menschen. Lass uns zum Suezkanal gehen. Ist viel interessanter, denn dort wird jetzt gemunkelt, die Blockade sei Absicht, ja, nein, um Transportwege zu verteuern. Es gibt ein erstes Bollwerk angeblich gegen den westlichen, gegen die westlichen Handelsstrukturen, gegen den Dollar. Oder ist das wieder der Reiner und der Zufall? Was passiert im Suezkanal? Das ist eine Steuerung. Man erschwert den Zugang durch den Suezkanal, der ist ja eigentlich überlastet. Im Grunde, ja. Das Ding ist immer voll, riesiger Stau. Und da hat man jetzt eine Lösung gefunden, dass man vor dem Roten Meer entlädt, auf die Eisenbahn bringt und hinter dem im Mittelmeer wieder aufs Schiff oder vom Mittelmeer mit der Eisenbahn weiter. Also so eine Ersatz-Gewürzstraße. Und das ist fest vereinbart. Ich glaube sogar, die Deutschen haben den Zuschlag gekriegt für die Eisenbahn. Das kann ich aber jetzt nicht beschweren. Siemens hat irgendwelche Eisenbahnlinien zugesprochen gekriegt. Also das wird gemacht. Und damit das ein bisschen begründet werden kann, wird auf der anderen Seite jetzt geschossen. Ja? Also man kann ja dann nicht mehr das Rote Meer und den Suezkanal fahren, weil halt dort ein Militär im Gange ist. Das ist weiter nichts als Herstellung der Begründung für das, was schon vereinbart ist. Ja? Damit die Bevölkerung versteht, aha, es ist schwierig durch den Südostkanal, wir müssen jetzt mit der Eisenbahn. Ja, Hat aber wirtschaftlich keine negative Wirkung, weil naja, das Eisenbahnfahren ist nicht teuer.
Eisenbahnfahren ist nicht teuer, aber wenn du sagst, Deutschland bekam scheinbar den Zuschlag, dann hoffen wir, dass diese Fahrpläne nicht von der Deutschen Bahn organisiert werden, denn sonst kommt nichts mehr an. Nein, das machen die auch aber dann selber. Also Ja, ich da. glaube, die lassen sich, werden sich von nicht das, wie heißt das denn, Vorstand der Deutschen Bundesbahn aufdrehen lassen. Ja, die werden selber auf Papier gucken und wann der Zug kommen muss. Ja, Ja, die wobei machen das ist ja nicht mehr das. die deutsche, das ist ja nicht die Deutsche Bundesbahn, das ist ja nur die Deutsche Bahn. Ne? Also wir sind ja nicht mal mehr Bundes, wir sind ja nur Bahn. DB heißt es, nicht mehr DBB, es ist die DB, die Deutsche Bahn. Ja, aber das ist nur ein Wort, das heißt noch Deutsche Bundesbahn. Das kann nicht Deutsche Bahn sein. Dann hätte sie eine Firma gründen müssen. Ja, das spielt ja keine Rolle für den Volksmund, ist es die Deutsche Bahn? Und die Deutsche Post. Ja, Ja. wir haben auch beides nicht. Denn das heißt Reichsbahn, das eine, und das andere heißt Deutscher Post. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir heute zum Ende etwas früher als geplant, weil wir wirklich Verbindungsschwierigkeiten haben und Hajo ab und zu bei mir abgehackt rüberkam und wir deswegen schon 3, 4 Mal Teile reinschneiden mussten. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Wir melden uns auf jeden Fall zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, nach dem Julfest. Wir hören uns also dieses Jahr noch. Hajo, du hast morgen in Ungarn einen Vortrag und wir machen nochmal eine Analyse, natürlich vor dem Jahreswechsel. Euch allen schöne Festtage, ein tolles Julfest und ich danke auch dir und euch allen vielen Dank für ein ganzes Jahr. Geopolitische Analyse mit Hans-Joachim Müller. Euch allen lieben Dank immer fürs Zuschauen. Schöne Festtage und wir sehen uns nächste Woche. Hajo, bis dann. Namaste. Wir werden den Vortrag von morgen ins Netz stellen. Ja? Gut. Genau, der Vortrag von Und morgen. frohe Weihnachten. Vor Weihnachten haben wir alles gesagt, haben wir was vergessen? Alles da. Gut, Nix. next, ciao.